Was für ein Tag für die deutsche Landwirtschaft. Was für Tage für viele Bauern, die über hunderte von Kilometern 15.000 Trecker nach Berlin gesteuert haben. Der Spruch, drei Bauern unter den Hut und so weiter, den müssen wir dringend mal überdenken. Ich glaube, viele Branchenvertreter schauen einfach sprachlos und neidisch auf die Landwirte im Augenblick. Das ist ein Zusammenhalt, halt, Leute, das hätte ich nie gedacht. Und den müssen wir aufrechterhalten, den Zusammenhalt. Wir müssen diesen Schwung mitnehmen. Lasst euch hier nicht in irgendeine imaginäre Winterpause oder Weihnachtspause jetzt verabschieden. Wir müssen weitermachen. Der heutige Tag war geprägt von zwei grottenschlechten Reden von zwei Ministerinnen, die sich aus meiner Sicht bis auf die Knochen blamiert haben. Frau Schulze, und das möchte ich allen nochmal sagen, ich war also begeistert, fasziniert davon, dass es möglich war, als diese Frau auf die Bühne kam, nicht zu buhen, nicht zu pfeifen, sondern sich das alles in einer unglaublichen Ruhe ertragend auszuhalten. Das war wirklich fantastisch. Vielen Dank dafür. Es hat Frau Schulze komplett durcheinander gebracht und die Rede war inhaltlich einfach eine glatte 6. Leider war das von Frau Klöckner nicht wirklich besser. Erst musste sie die Mikrofonfrage minutenlang klären, dann war die Frisur nicht, wie sie sein sollte, hatte ich den Eindruck, irgendwie sowas war da. Und als das alles geklärt war, ging dasselbe Geeier los. Ich bin ja aus einer von euch, ich bin ja auch aus der Landwirtschaft, um dann alle Minuten später zu sagen, ja, aber die Bauern müssen das auch mal lernen und die Bauern müssen hier wie ein Ampelmännchen, grün-rot, mal ist die eine von uns, dann ist es wieder nicht unerträglich. Und auch inhaltlich nichts Neues, auf die Rede hätten wir komplett verzichten können, ganz im Gegenteil. Beide Reden standen unter dem Motto, ihr bekommt Agrarsubventionen, was ja eigentlich Ausgleichszahlungen sind. Man gleicht da ja was aus bei den Bauern. Ihr kriegt diese Gelder, also haltet die Klappe, seid wie ein Kind, das um Taschengeld bettelt und habt gefälligst das zu tun, was wir euch sagen. Das ist so entwürdigend, was die da mit uns machen. Das lassen wir uns garantiert nicht mehr bieten. Und darum gehen die Planungen für die nächsten Aktionen auch hier bei uns in Niedersachsen heute schon weiter. Wir haben schon viele Ideen in der Pipeline, die wir gerade jetzt schon aus dem Bus unsere Kollegen versuchen umzusetzen. Und genau so muss es auch weitergehen. Wir werden uns hier nicht mundtot machen lassen. Was für eine Dreistigkeit. Selber noch so zu bestätigen, dass man eben die falschen Werte gemeldet hat, aber mit all dem nichts zu tun hat. Nein, nein, da war ja eine ganz andere an der Regierung. Es war die CDU an der Regierung, als diese Werte gemeldet wurden. Und bis heute hat man diesen Fehler nicht korrigiert. Und jetzt sollen wir mit unseren Betrieben dafür gerade stehen. Das hat sich die Politik wohl so gedacht. Das wird nicht funktionieren. Nicht Sie haben ständig zu fordern, Frau Klöckner, dass wir uns ehrlich machen sollen, in jedem dritten Satz, wie Nadine Henke das zu Recht auch bemerkt hat, sondern wir verlangen endlich Ehrlichkeit uns gegenüber. Sorgen Sie dafür, dass es wirklich gesichert ist, dass wir Landwirte an all den ach so schlechten Messpunkten beim Nitrat schuld sind. Wo wir schuld sind, ich sage es nochmal, da müssen wir ran. Wo wir nicht schuld sind, können wir nichts für und lassen uns nicht in Schutzhaft nehmen. Dasselbe beim Insektensterben, wo wir was tun können, ohne gleich enteignungsgleiche Maßnahmen dulden zu müssen. Und Frau Klöckner, diese Sache, wir wollen keinen enteignen. Ich erlebe das hier sehr wohl, wie Enteignung funktioniert. Dir wird es nicht weggenommen juristisch, sondern du wirst so eingeschränkt auf der Fläche, dass es eine kalte Enteignung ist, damit einer Enteignung gleichkommt. Die Fläche wird entwertet, sie ist noch kaum noch zu verkaufen auf dem Markt und wir brauchen auch den Flächenwert für unser Wirtschaften. Das weiß Frau Klöckner hoffentlich genau, ansonsten ist sie eben keine von uns. Deswegen sind diese Eingriffe, jede Maßnahme, jede noch so bescheuerte Produktionseinschränkung immer für uns kleine Familienbetriebe ein riesengroßes Problem. Und wenn sie das nicht begreift, hat sie noch gar nichts verstanden. Und deswegen, Leute, wir müssen weitermachen. Lasst euch nicht in irgendeine imaginäre Weihnachts- und Winterpause schicken. Ärmel hochkrempeln. Die Politik hat es noch lange nicht begriffen. Und wir haben viel zu tun, es ihr klarzumachen, dass wir das nicht umsetzen werden, was man hier von uns verlangt. Wir werden diese Politik nicht mitgehen. Darauf können Sie sich verlassen. Und da werden noch viele, viele Erinnerungen daran in den nächsten Tagen in diesem Land folgen. Vielen Dank an alle. Guten Heimweg. Kommt gut nach Hause. Und ja, lasst uns bei der nächsten Aktion nicht hängen, sondern macht mit. Und unterstützt das mit vollem Herzen. Es ist für die gute Sache und wir sind im Recht und die haben es noch nicht begriffen. Ciao.